Es ist so weird. Ich bin einfach der heftigste Mentalmagier, ne? Es ist in den letzten paar Tagen so oft vorgekommen, dass das, was ich nachts geträumt habe, am Tag wirklich passiert ist. Bro, ich bin einfach Jesus, Alter. In der Nacht von vorgestern zu gestern habe ich geträumt, dass bei meinem Zauberkumpel Miles Pitwill plötzlich mein alter bester Kumpel aus der Schule war. Und ich wollte unbedingt Miles anrufen, per Videoanruf, dass er das zeigt, so dass mein Kumpel mich sieht durch sein Handy und dann so, hä, Matthias? Und ich so, ja, was geht so? So, weißt du? Ich wollte das unbedingt haben und habe Miles nicht erreicht. Er ist nicht ans Telefon gegangen. Das war mein Traum. Heißt, ich hatte die ganze Zeit jetzt im Kopf, den ganzen Tag über immer wieder meine alten Schulfreunde. Dieser eine Kumpel, von dem ich geträumt hatte, den habe ich einfach mal random gegoogelt. Also ich habe gar keinen Kontakt mehr zu niemandem mehr aus der Schulezeit, ne? Aber lange Zeit war der mein bester Kumpel in der Schule. Der wollte immer Arzt werden. Und ich wollte halt unbedingt gucken, ist der jetzt eigentlich Arzt geworden oder nicht, ne? Und dann habe ich den gegoogelt, einfach nur seinen Vor- und Nachnamen und sofort gefunden an einem Uniklinikum. Ich sag nicht in welcher Stadt. Dr. Med und dann sein Name. Der ist jetzt einfach Arzt, Digga. Der ist jetzt Assistenzarzt, aber er hat es echt geschafft. Und dann so ein lustiges Bild von ihm. Hat sich ziemlich verändert, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. War lustig so zu sehen. Er hat es echt geschafft so. Und dann habe ich noch an ein paar andere alte Kumpels gedacht. Geschaut, ob ich irgendwie noch über Facebook oder so connected bin. Gar nichts, ne? Also ich bin so ziemlich gar nicht mehr connected mit irgendwem. Und dann kriege ich am Abend eine Instagram-Nachricht. Ihr werdet es nicht glauben. Von genau einem alten Kumpel aus genau der Truppe aus der Schule, der mir schreibt: Moin Matthias, hier ist vor gefühlt 100 Jahren waren wir zusammen in der Schule. Ich hatte dich total aus den Augen verloren und wurde jetzt vom YouTube-Algorithmus zu deinen Videos geführt. Seitdem hole ich den ganzen Content nach. Ich wollte dir eigentlich nur schreiben, dass ich mich noch daran, und jetzt kommt's, Freunde, ich wollte dir nur schreiben, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals deinen YouTube-Content immer etwas belächelt haben und bestimmt auch mal blöde Sprüche gedrückt haben. Sorry dafür. Ha? Desto mehr finde ich super, dass du dein Ding durchgezogen hast. Stimmt, das hat er in der Schule schon gemacht. Der hat immer Sätze mit Desto angefangen, der Kumpel. Desto mehr finde ich super, dass du dein Ding durchgezogen hast, immer noch mit so viel Begeisterung dabei bist und das auch wirklich erfolgreich. Freut mich total, wünsche dir alles Gute, auch Familie und privat. Ne, total witzig, weil halt, das sind so alte Wunden, sag ich mal, mit denen ich vor Jahren abgeschlossen habe, ne? Dieses gemobbt werden und gehänselt werden in der Schule und so weiter. Und gerade was das Thema YouTube anging, ne? Da wurden mir anfangs so viele Steine in den Weg gelegt von all meinen Mitschülern, auch meine Freunde, ne? Also es waren nicht nur meine Mobber so und Leute, die mich nicht mochten, die dann so mich so ausgelacht haben, hahaha, du und deine Videos, sondern das waren halt auch meine Kumpels, ne? Selbst die, also alle, wirklich niemand fand mich cool so, sondern alle fanden das kacke, dass ich YouTube mache und haben sich drüber lustig gemacht. Dass es jetzt gut läuft, ist natürlich der Mittelfinger an alle, aber das Letzte, womit ich jemals gerechnet hätte, wäre, dass sich dann irgendwer meldet dazu und sagt, ey, damals haben wir dir voll die dummen Sprüche gedrückt. Sorry dafür. Hätte ich niemals erwartet, weil ich habe ja auch komplett abgeschlossen damit, so, ne? Aber ich lese so diese Zeile und denke so, krass, das hittet voll rein. Fühlt sich gut an. Ich habe dann zurückgeschrieben, so ein bisschen, nicht Seitenhieb, aber so ein bisschen, um das nochmal zu betonen. So, ja, ihr wart kacke. Habe ich so geschrieben, yo, krass, dass du dich meldest. Ja, an die Reaktion von euch allen damals kann ich mich nur zu gut erinnern. Aber gehört wohl dazu. Sehr lieb von dir, da sorry zu sagen, war das Letzte, was ich jemals erwartet hatte und so weiter. Und dann noch ein bisschen Privatstuff so. Aber voll witzig. Ich habe es einfach geträumt von meinem alten Freundeskreis so und dann den ganzen Tag dadurch meine alten Schulkumpels irgendwie im Kopf gehabt und im Herzen. Und am Abend meldet sich einfach einer. Digga, ich habe es einfach aus Versehen manifestiert. Was ist da los? Ja, das hat mich so voll zum Nachdenken angeregt, ne? Krass, okay, wenn ich jetzt wieder ein paar virale Videos habe, die so ganz vielen neuen Leuten vorgeschlagen werden, ja, dann sehen doch bestimmt etliche damals aus der Schule, ob es jetzt alte Kumpels sind oder, keine Ahnung, mein alter Crush aus der 5. Klasse oder meine Mobber, so, weißt du, stimmt eigentlich. Aber ja, und das passiert mir seit Tagen andauernd. Ich träume nachts was und tagsüber passiert ziemlich genau das. Voll weird, Alter. Achso, das wollte ich euch auch noch zeigen. Dadurch, dass mein Uri Geller-Video von letztem Jahr ja so krass viral ging und dementsprechend ja diese Kette, das waren ja 4, 5 Videos, die dann abgingen und dann letzte Woche mein neues Uri Geller Video und jetzt gestern das Video, dass die jetzt alle so abgehen. Dadurch sind so viele neue Leute in der Community, was es so anstrengend macht. Ich bin gefühlt den halben Tag damit beschäftigt, Kommentare auszusieben, zu löschen und Leute zu blockieren. Das ist immer so kacke, wenn du irgendwie ein großes virales Video hast und viele neue Leute auf dich aufmerksam werden. Dann rutschen halt auch Leute in deine Community rein, die gar nicht so Teil dieser Bubble sind. Sind.
Und dann geht's los, Digga. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber immer gerade meine Uri Geller-Videos, ich habe die Vermutung einfach, weil es halt ein Thema ist, dass die Hits nicht so sehr kennen wie die Älteren und dadurch, dass es ältere Leute sind. Junge, das zieht immer so viele Schwurbler an, ne? Das ist so unnormal. Weißt du, ich mache ein Video, wo ich mich drüber lustig mache, wie peinlich Uri Gellers TV-Show war und 20, 30, 40 Leute schreiben in die Kommentare, cool, dass mal endlich jemand den Scharlatan exposed. Ich hoffe, als nächstes exposed du die Regierung für ihre Schandtaten. Bro, ich bin Zauberer, der über Zaubertricks spricht. Was für expose mal die Regierung? Hä? Oh, Junge, das ist so krass, wie schnell das dann immer politisch wird, ne? Ultra anstrengend. Ich habe hier was gescreenshottet. Oh, Junge, Alter. Heute habe ich folgende Insta-Nachricht bekommen. Die möchte ich euch einmal vorlesen. Ich zitiere, ne? Steht hier so wortwörtlich. Sag mal, bist du behindert? Irgendeine Form von massivem Hirnschaden? Fooled? Ernsthaft? Nur weil du ein bisschen Englisch verstehst, meinst du jetzt, du bist cool, wenn du total unnötigerweise Worte austauschst? Hat man dir ins Gehirn geschnitten? Da bin ich auf sein Profil gegangen und sein zweit- oder drittletzter Post war, er hat irgendein Meme geteilt und hat auf Englisch darunter eine Caption geschrieben. Play stupid games, win stupid prizes. Dann habe ich ihm einen Screenshot von seinem eigenen Post zurückgeschickt und dazu geschrieben, play stupid games, win stupid prizes. Hat man dir ins Gehirn geschnitten? Denkst du, weil du ein bisschen Englisch kannst, bist du cool oder was? Ja, er hat meine Nachricht wieder geöffnet. Mit sowas schlag ich mich jetzt rum, Digga. Das ist halt immer so das Problem an den neuen Leuten, die auf den Content aufmerksam werden, weißt du? Irgendwer hatte gerade geschrieben, hey Matti, ich sehe bei dir in den Kommentaren so ein Mist gar nicht. Wie gesagt, weil ich das ja sortiere, ne? Also ich lösche wirklich Kommentare und blocke Kommentare. Wenn es halt wirklich irgendwelche AfD-Schwurbler sind oder Verschwörungstheoretiker, die ihre gefährlichen Theorien da in die Kommentare posten oder auch jetzt gerade unter gestrigen Video bei so einem sensiblen Thema, da kenne ich keine Gnade, ne? Also wenn irgendwer irgendein Mist schreibt. Ich glaube, eins hatte ich abgespeichert, weil ich so empört war darüber. Das war wirklich völlig krank. Hier, einer hatte geschrieben, ey, jeder, der sexuell missbraucht wird, meldet euch bei mir. Ich kläre das ohne Polizei. Okay. Zensur? Ja, absolut richtig. Ich zensiere meine Kommentare. Und wer da ein Problem mit hat, ist meine Kommentarsektion, ist mein Hausrecht. Wer anders hatte geschrieben, warum sind eigentlich alle Pedos schwul? Top, super Kommentar. Achso, bei Uri Geller, super viele Leute, weil er ja aus Israel kommt. Super viele ultra krass antisemitische Kommentare. Ultra viel Judenhass nach wie vor in Deutschland. Gruselig. Hier, der Kommentar, der hat mich wirklich, da lief es mir eiskalt den Rücken runter, ne? Komisch, immer wenn es Schwule sind, wird es am besten nicht gesagt, dass es um männliche Kinder geht. Hä? Das kann man dann prima unter Pädophilie verstecken, denn schwul ist ja wunderbar. Was? Wenn Bioleck immer gesagt, am Wochenende kommen meine Jungs. Prima, total in Ordnung. Bilder glotzen, aber ein Verbrechen. Alles krank von hinten bis vorn. Hä? Ich habe nichts davon gecheckt. Nichts. Ja, in der Art habe ich einige Kommentare bekommen. Also es ist krass, wie viel Antisemitismus, Homophobie. Bruder, so viel Stuff, ne? Es ist so komisch, dass diese Menschheit immer noch so tickt in Deutschland. Why though? Hat mich echt schockiert, Mann. Bruder, das ist keine 100 Jahre her. Da haben wir einfach der ganzen Welt den Krieg erklärt und Leute vergast, Bruder. Und jetzt, keine 100 Jahre später, I'll do it again. Ah, danke, Deutschland. Vor allem von denen hat keiner verstanden, was die Intention des Videos ist. Absolut, ey. Was ich sonst an Kritik bekommen habe, ist, hey, Matti, dein ganzes Video, der ganze Inhalt, das ist ja nur das gleiche wie in der Doku. Da hätte ich auch die Doku gucken können. Glaubst du, ich finde jetzt mehr raus als ZDF, Bruder? Glaubst du, ich finde mehr raus als das verdammte FBI, oder was? Ich kann doch auch nur mit allen öffentlichen Fakten arbeiten. Erstens, zweitens, ich hätte doch auch die ZDF-Doku gucken können. Warum hast du es nicht gemacht? Du wusstest von dem Thema gar nichts. Hast nie Berührungspunkte damit gehabt. Oder hast mit ZDF keine Berührungspunkte. Wie auch immer. Auf jeden Fall hast durch mein Video du ein Thema konsumiert, das du sonst nicht konsumiert hättest. Und damit habe ich meine Mission erfüllt. Natürlich sage ich das Gleiche wie alle öffentlichen Medien. Ich kann mir doch nicht neue Fakten aus dem Arsch ziehen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr als das verdammte FBI, Alter. Erstmal als YouTuber das FBI anschreiben. Hey, ich bin YouTuber, ich wollte ein Video machen. Genau. Kriege ich auf jeden Fall eine Antwort, ja. Safe. Wie gesagt, ich verstehe Kritik, ja. Ich nehme Kritik gerne an. Wer mir konstruktiv, freundlich Kritik schreibt, der hat noch nie eine gemeine, würde ich mich jetzt aus dem Fenster nehmen und behaupten, noch nie eine gemeine Antwort von mir bekommen, sondern im Gegenteil, ich freue mich meistens darüber. Nicht immer will man von jedem Hans und Franz kritisiert werden, aber ihr kennt es, ja. Wenn hier irgendwer im Chat mich wegen irgendwas korrigiert oder so, bin ich der letzte Mensch, der sagt, nee, ich weiß das besser, außer ich weiß es besser. Aber wenn es wirklich jemand korrigiert und ich meinen Fehler sehe, dann sage ich, oh, sorry,
das wusste ich nicht. Danke für die Info. Irgendein schlauer Fuchs wird safe das irgendwo irgendwelche Ausschnitte finden, wo ich mich genauso verhalte, wo ich, wenn ich kritisiert werde, sage, yo, danke für den Hinweis. Aber sowas ist dann ja halt keine Kritik, ne? Sowas ist halt einfach Beleidigung, die in der Formulierung getarnt ist, als wäre es konstruktive Kritik. Ne, wenn Leute schreiben, das hier ist jetzt nur als konstruktive Kritik gemeint und dich dann indirekt beleidigen, ja, Bruder, das ist keine Kritik, du hast mich gerade nur einfach gehatet in den Kommentaren, dann drücke ich auf den Nutzer-Ausblenden-Knopf, der Kommentar wird gelöscht, nie wieder sieht irgendwer irgendwas, was du kommentierst, so und tschüss, damit bist du exkommuniziert aus meiner Community und besser ist, Alter. Ne, sowas regt mich auf, wirklich extrem. Finde es klasse, dass du so viel Arbeit in die Videos und Aufmerksamkeit in die Kommentarspalten steckst. Ja, dankeschön. Die Sache ist, ich weiß, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Also ich weiß, viele meiner YouTube-Kollegen ab einer bestimmten Größe, wenn ein Video eine bestimmte Größe hat, die gucken halt einfach nicht mehr in die Kommentare, ne? Und lassen die Leute halt vor sich hin schwurbeln und haten und was weiß ich. Und ja, okay, mach halt prallt von mir ab, juck mich nicht, ich lese die Kommentare nicht. Ich weiß, dass viele das so machen und das ist wahrscheinlich, wäre für meine mentale Gesundheit definitiv das Beste. Aber ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht mit mir selbst verantworten. Ich bin verantwortlich für meine Kommentarsektion als YouTuber, finde ich zumindest. Und ich kann es einfach nicht verantworten. Ich will es nicht haben, dass unter meinen Videos irgendwelche Schwurbler rumschwurbeln. Oder dass unter meinen Videos irgendwer gehatet wird, irgendwer beleidigt, diskriminiert wird. Gerade unterm gestrigen Video ganz schlimm, ne, wie da gleich gegen jeden Homosexuellen gegangen wird, was halt so dumm ist. Das ist so, oh, ganz doofer Vergleich. Hitler war weiß und Hitler hat schlimme Sachen gemacht. Alle Menschen, die weiß sind, sind auf dem Level von Hitler oder was? Es ergibt null Sinn, dass du irgendein Merkmal nimmst, das nichts mit dem Sachverhalt zu tun hat und dieses Merkmal dann auf alle Menschen überträgst, die dieses Merkmal haben. Das hat keinen Sinn. Stalin hatte einen Schnauzbart und ist verantwortlich für 50 Millionen Tote. Ergo, jeder Mann mit einem Schnauzbart ist so schlimm wie Stalin. Hä? Das ergibt null Sinn, Digga. Sowas nervt mich halt, weißt du? Und das will ich nicht in meiner Kommentarsektion haben. Und deswegen nehme ich mir lieber echt diese Zeit und gebe mir diese Mühe. Und ja, ich finde es ja auch spannend, was ihr so schreibt. Ne? Ich mag ja eure Kommentare grundsätzlich sehr gerne. Ich lese alles eigentlich. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise in der YouTube Studio App auf dem Handy bin, ich sehe ja auf der rechten Seite, um welches Video es geht, ne? Anhand vom Thumbnail und auch darüber anhand vom Titel. Und dann scrolle ich halt durch an diesen Shorts-Kommentaren vorbei und dann sehe ich, ah, da ist wieder was unter einem Video, also einem Longform-Video. Und das lese ich dann wieder, weißt du? Was ihr unter meine Longform-Videos schreibt, das lese ich halt wirklich alles so. Und es nervt mich halt einfach, wenn da so ultra viel ekelhaftes Zeug in den Kommentaren steht. Und für noch mehr richtig nervige und dumme Zuschauerfragen, klickt einfach auf das Video. Da hat sich Matti nämlich auch übelst über eure Fragen aufgeregt. Also, falls ihr das enjoyed habt und noch mehr davon sehen wollt, dann schaut euch das Video an.